Willkommen zu Freitagnacht Juice. Ich bin Daniel Donsko. Freitagnacht Juice. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mir diesen Stempel aufdrücken möchte. Sobald man ein Thema nämlich in der Öffentlichkeit platziert, übergibt man es der Public Domain. Will ich als Daniel Donsko, Jude vorgestellt werden? Will ich, dass der Programmzettel dieser Show 6-mal das Wort Jude oder Jüdisch beinhaltet? Ja, ich bin Jude. Aber das würde auf der Liste meiner eigenen Charakterisierungen so weit unten vorkommen, dass ich es im Smalltalk wahrscheinlich gar nicht erwähnen würde. Darf ich nach dieser Show einfach nur Schauspieler oder Musiker sein? Oder bin ich ab jetzt für immer jüdischer Musiker? Jüdischer Schauspieler? Ich bin Kontingentflüchtling, Passdeutscher, Russe, Israeli, bisschen Berlin, bisschen London, Schauspieler, Musiker, Mann, Sohn, Enkel und noch vieles mehr. Aber es liegt an mir zu verstehen, was meine Identität ist. Das hat kein anderer für mich zu entscheiden. Aber losgelöst von Religion, losgelöst von mir. Wie lebt es sich heute hier in Berlin? Was lernt man aus seiner Vergangenheit? Was will man seinen Kindern weitergeben? Wofür kämpft man? Vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Benutzt man seinen Background oder flieht man vor ihm? All das freue ich mich, mit meinen wundervollen Gästinnen beim Shabbat-Dinner heute zu besprechen. Ich freue mich auf Susan Sideropoulos und Mirna Funk. Schublade auf. Beide sind 40. Frauen, Mütter. Oh, ich vergaß. Jüdinnen. Schublade zu, Stempel drauf. Aber wir haben sie mal gebeten, sich selbst zu beschreiben. Susan ist Schauspielerin. Moderatorin. Pippi Langstrumpf. Sinnfluencerin. Mirna ist Kosmopolitin. Schriftstellerin. Fashionista. Podcasterin. Ich komme jede Woche mit einer These im Gepäck und so auch heute. Mirna Funk und Susan Sideropoulos hätten sich nie in der Öffentlichkeit zum Thema ihrer jüdischen Identität äußern müssen, aber sie haben es getan. Was passiert, wenn das einmal gesetzt ist? Diese Karte wird einem gefühlt immer wieder zugespielt. Meine heutige These bei Freitagnacht Jews: einmal Jew, immer Jew. What's up, guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom, I'm your homeboy, alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden, herzlich willkommen. Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 Zum Schabbat gibt es heute Latkes von mir. Latkes ist ein jüdischer Kartoffelpuffer. Und meine Tipps bekomme ich von der Personifikation eines jüdischen Kartoffelpuffers. Aus Köln nach Israel, vom Katholiken zum Juden, Starkoch Tom Franz. Gewinner des israelischen Masterchefs, ein Superstar in der israelischen Kulinarik-Szene und Herausgeber von fantastischen Kochbüchern, Tom Jalla. Hallo Daniel. Du willst Latkes machen? Für mich als kölsche Jungen sind das natürlich Riefkoche. Ich gebe dir ein paar Tipps, die sind auf jeden Fall gut gelingen. Also wenn du die Masse machst, ist es wichtig, dass du Wasser da rausholst, sonst wird das schwierig in der Pfanne, das richtig zu braten. Beim Braten lege ich immer ein Stück Möhre mit rein, damit das Öl nicht verbrennt, nicht oxidiert. Und es ist ganz wichtig, dass man zwischen den einzelnen Bratfuhren die Stückchen von Kartoffeln und Zwiebeln aus dem Fett rausschöpft, damit die nicht verbrennen und dann in der nächsten Fuhre Latkes einbacken. Bitte erwonnen, das heißt, guten Appetit, viel Erfolg. Für Mirna gibt's die Latkes mit Räucherlachs und Spargel und für Susan mit Spargel und Tahini. Lecker, lecker, Hello. Lecker. Mua. Tachchen. Mua. Mua. Ich freue mich. Teller schnappen und zu Tisch, bitte. Sieht gut aus. Denn der Veggie-Teller? Der Veggie-Teller, das ist der Veggie-Teller. Ah ja, den nehme ich. Supi. Das mit Fisch für uns beide. Wunderbar. So. Dass du so gut kochen kannst. Du hast es noch nicht probiert. Ah. L'chaim. Schön, dass ihr da seid. L'chaim. Ich freue mich auf euch. Stößchen. Okay, ich habe Latkes gemacht. Mm. Latkes, einmal vegetarisch und einmal... Hast du zu Chanukka ein bisschen geübt? Ich habe zu Chanukka geübt. Ich übe seit 30 Jahren Chanukka. Ja. Ich liebe Latkes. Ja? Mhm. Generell oder auch diese? Generell und auch diese, aber eigentlich mit Apfelmus. Okay. Aber so herzhaft finde ich auch super. Mm. Hattet ihr Bedenken, hierher zu kommen? Nee. Nee. Nee? Also ich habe deinen Namen gesehen und habe gedacht, das kann ganz lustig werden.
Gut. Ihr seid beide oft zu sehen zum Thema YouTube. Will man was neu machen? Von der Außenperspektive, wenn du in eine Sendung gehst, sagst du dir, okay, dieses Mal will ich einen anderen Aspekt, einen anderen Teil meiner Jüdischkeit präsentieren, zeigen oder für die Mehrheitsgesellschaft darstellen. Passiert das, dass du dir denkst, okay, dieses Mal gehe ich als andere Jüdin hin, als ich letztes Mal als Jüdin hingegangen bin? Man hat ein ganz eigenes, klares Bild, da haben wir vorhin ja auch ein bisschen drüber gesprochen, auch diese Unterschiede. Und es kann sogar sein, dass man Menschen aus den eigenen Reihen damit auf den Schlips tritt. Ja, weil was ganz oft passiert ist zum Beispiel auch, dass dann gesagt wird, ja, sie repräsentieren die dritte Generation der Juden in Deutschland. Und dann denke ich schon, oh Gott, nein, 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 auf gar keinen Fall tue ich das, weil ich dann schon sofort weiß, dass man total viele Leute, nee, weil ich, A, kann ich die gar nicht repräsentieren. Aber das tun wir uns zwangsläufig. Wir repräsentieren hier in einer Sendung, die heißt Friday Night Jews, repräsentieren wir auf eine gewisse Art und Weise Juden und Jüdinnen Deutschlands. Ich finde, wir sind ganz repräsentativ. Wir sind ja auch total, ich finde uns auch heterogen, ehrlich gesagt. Ich finde uns eigentlich nicht so homogen. Und vor allem diese Vorstellung jetzt zu sprechen für die jüdische Community in Deutschland, das ist man das Allerschlimmste. Man kann ja, nur genau. Für sich selber sprechen. Ja, aber man wird natürlich sozusagen oftmals auch benutzt, um für alle zu sprechen. Und das ist dann wiederum so, dass natürlich alle anderen dann denken, die nicht befragt werden, was spricht sie hier für mich? Sie spricht gar nicht so, wie ich sprechen würde. Ich habe tatsächlich, ein Vorgespräch. Und da wohl hat mir wirklich jemand gesagt, Daniel, ich finde, du bist absolut der Falsche, um diese Show zu machen, weil du bist nicht repräsentativ. Da habe ich gefragt, warum denn? Ja. Und dann mir wurde gesagt, ja, weil du dein Jüdischsein nicht so lebst. Und dann meine ich so, puh, okay. Ich lebe es weniger aus, aber ich fühle es. Wie ist es bei euch? Genau, und das finde ich spannend. Genau so sehe ich das auch. Mhm. Und für mich ist jüdisch sein auch eine absolute Gefühlsangelegenheit, ein Feeling, wie so eine Lebensphilosophie, ja? Also so ein Wert, den man lebt und weitergeben möchte, auch an seine Kinder letztlich oder den ich gerne in meinem Umfeld habe. Aber wie lebt man das? Also was ist das? Das ist immer so schwierig, weil ich ganz oft, wenn man sich so jüdischen Veranstaltungen treffen und sagt, oh Mann, wir verstehen uns. Und das ist halt dieses Gefühl. Und es kann von außen, glaube ich, oft separierend wirken. Und ich glaube, das ist wie bei jeder kleinen Minderheit oder Gruppe. Ja, also dieses, wie so eine eigene Sprache, die man miteinander spricht. Oder dieses ohne Worte sich zu verstehen. Also man versteht so viele Dinge, Lebensweisen, Erziehung vielleicht, die man von zu Hause, dieses Warme, dieses, ich weiß nicht, das schwingt irgendwie so mit. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich hatte das mit dir ja tatsächlich, wir haben uns kennengelernt und es war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich kenne dich mein Leben lang, also so. Und das hat irgendwie dieses so... Aber gibt man da Leuten eine Freikarte, weil man in derselben Minderheit ist und weil man auf den Menschen projiziert, der ist safe, der hat eine ähnliche Sozialisierung wie ich, der wird mich nicht angreifen dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Das frage ich mich dann in diesen Augenblicken immer. Oder ist es tatsächlich etwas, was da drüber steht auf einer Metaebene und man hat wirklich ein Gefühl? Das ist das, darüber zerbreche ich mir den Kopf. Ich finde das aber eine interessante Frage. Ja. Also du kommst ja auch ganz oft mit Juden und Jüdinnen in Berührung, wo du denkst so, was haben wir denn jetzt eigentlich gemeinsam? Gar nichts. Weißt du, und das ist ja dann auch okay. Also da muss man ja jetzt nicht irgendwie die große Friendship-Nummer raushängen lassen. So, und dann sagt man so, well, nice to meet you. Bye nice bye. To meet you. Swipe left. Left. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass es natürlich auch so, es ist nicht nur so ein Gefühl, es ist vielleicht nicht nur so ein Background, es sind natürlich auch ähnliche und gemeinsame Erfahrungen. Und jetzt kommen wir dann zu so Themen, womit wir dann immer identifiziert werden. Die Erfahrung von Antisemitismus, die Erfahrung von... ja, vielleicht auch sozusagen in Deutschland als Jude zu leben. Was macht das eigentlich mit einem sozusagen im Land der Täter? Auf der anderen Seite aber natürlich auch Shoah. Und ich will das gar nicht. Aber es sind diese drei Engels, die kommen natürlich immer. Ja? Und die, über diese Erfahrung damit spricht man natürlich auch. Und man erlebt dann im anderen ja auch irgendwie sowas wie ein Gefühl von zu Hause. Ah krass, ich bin nicht alleine mit diesem weirden Gefühl oder ich bin nicht alleine mit dieser Vorstellung. Ich habe in jeder Folge eine These. Ich habe für die heutige Show, ich habe euch vorhin in der Intro auch erklärt, einmal Jude, immer Jude.
Mhm. Das ist die These? Das ist die These von heute. Mhm. Nicht für dich, für die Öffentlichkeit. Ah. Sobald man die Karte spielt, you're Jew, wird dir suggeriert, dass du dich damit auseinanderzusetzen hast. Du hast deine Verantwortung. Mhm. Und meine Frage ist, was war das erste Mal für euch beide, ihr sich öffentlich dazu entschieden habt oder gebracht wurdet, zu sagen, hallo, ich bin Jüdin? Mhm. Also ich wurde tatsächlich nicht dazu gebracht und auch gar nicht damit konfrontiert, weil das Lustige bei mir ist ja eher, ich habe ja einen griechischen Nachnamen, dass die Leute ja eher überrascht waren und sagen, ach, du bist übergetreten, ah ja, du hast jüdisch geheiratet, du bist übergetreten. Das hat man dann lange gedacht so. Ich habe gesagt, nee. Ich habe das auch gedacht. Das denken tatsächlich natürlich viele durch den Namen. Und Fakt ist aber, meine Mutter ist in Israel geboren und ich bin aus einer ganz alt-jüdisch-deutsch-jüdischen Familie. Und habe auch jüdisch geheiratet letztlich und habe, Social Media kam ja alles erst so ein bisschen später und vor Social Media, ich habe schon darüber gesprochen. Gab es MSN und ICQ? Oh, ICQ war ich ganz krass. Red Rose war mein Spitzname, by the way. Angel Hater. Ich weiß nicht warum, Angel Hater, das war auch meine erste E-Mail. Meine erste E-Mail war angelhater123@hotmail.com. Oh mein Gott, ich war sugarsue@hotmail.com. Ist wie, genauso schlimm. Sugarsue? Geil. Sugarsue. Sugarsue, oh Red Rose und Angel Pornonamen, ey, ganz schön. Oh Gott. Geil. So werden wir alle jetzt hier vorgestellt. Ey, yo, Sugarsue. Sugarsue, erzähl nochmal. Ja, also als ich geheiratet habe, war unsere Hochzeit auch in den Medien und sie war obvious jüdisch, ja. Also man saß natürlich auf den Fotos und Chuppa und Rabbiner und so weiter. Und das war wunderschön. Und das war, glaube ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich das erste Mal, dass offiziell das so in den Medien ganz klar war. Und bei Social Media habe ich viele Jahre, die ersten, immer wenn ich in Israel war zum Beispiel, nie geschrieben, dass ich in Israel bin. Mhm. Weil viele gesagt haben so, oh nee, also das würde ich ja nicht machen, das würde ich ja nicht machen. Und irgendwann, ich glaube vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren oder so, habe ich ganz klar gesagt, nee, also das ist ja totaler Quatsch, warum mache ich das? Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, es ist eigentlich ganz schön, einfach eine Tür aufzumachen und zu sagen, wir sind so, wir sind ganz normal, wir feiern einfach nur ein paar andere Feiertage und die beinhalten dies, das, jenes und es kommt ganz viel Interesse. Wie viele Einladungen kriegt ihr zum Thema 1700 Jahre Judentum in Deutschland? Bestimmt einige. Ist es euch gerecht, dass du eine Einladung kriegst, weil du ein Jude bist? Ja, also ich finde, es ist, ich finde es gut. Also man kann ja dann immer noch entscheiden, ist es was für mich? Möchte ich da stattfinden? Ja, nein. Aber grundsätzlich ist es ja auch für uns eine Möglichkeit. Aber eine Möglichkeit was? Das frage ich mich. Ja, aber ich kriege auch Einladung, weil ich Frau bin. Ich kriege Einladung, weil ich Mutter bin. Ich kriege Einladung, weil ich arbeitende Mutter bin. Weißt du? Also für was kriegst du lieber eine Einladung als arbeitende Mutter oder als Jüdin? Ist mir egal, Geld. Eieiei. Sehr gut. Ist mir egal. Alle Klischees auf den Alle Klischees. Tisch. Ich habe mir dreimal überlegt, würde ich in eine Sendung kommen, hätte sie Freitag nach Juice geheißen. Selber. Ja, aber was gibt's denn für Show? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist doch das erste Mal, dass es das überhaupt gibt. Und ich glaube, das wirkt jetzt erstmal weird, weil es so ein bisschen so ein bisschen Porn-like ist, so Jew-Porn. Mhm. Ja, und jetzt auch noch beim Essen und so, ja. Mhm. Also das ist ja fast schon so Japanese Jew-Porn oder so. Japanese Jew-Porn. Naja, aber es gibt so, egal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Jewish Porn. Ich habe wirklich tatsächlich überlegt, ob es eine Kategorie gibt, Jewish Porn. Das habe ich nie gegoogelt vorher. Nee, ich bin auf YouPorn gegangen und habe Jewish Porn gegoogelt. Ach du mein Gott. Und kommt da was? Faszinierende Sache. Wirklich? Faszinierende Sache. Oh, das mache ich heute gleich. Ja, mach mal. Das. Okay. Also, das ist hart, aber interessant. Ah, interessant. Ja, krass. Ja. Okay, alles klar. Okay. Auf jeden Fall hat es so ein bisschen was von Porn, ne? Aber ich glaube, das hat was vor allem damit zu tun, dass es so nicht normal ist. Dass es eben nicht normal ist, Juden im Fernsehen zu sehen, Juden über Jüdischkeit sprechen zu sehen. Und wäre das nicht so, wäre es so ein bisschen wie in Amerika, dass du eine Serie oder einen Film haben kannst, wo auch mal irgendein Nebendarsteller plötzlich Chanukka feiert und es so eine Normalität bekommt oder du Serien hast wie Seinfeld oder so, müssten wir uns über sowas gar nicht unterhalten, wie können wir jetzt hier sitzen? Wir machen ja eigentlich so Jew-Porn. Ja, ja. Ja, aber eine Normalität in Deutschland, also ich weiß nicht, ob man eine jüdische Normalität in Deutschland erzeugt, also nicht in unserer, daran glaube ich ja indem wirklich absolut wir hier nicht. So sitzen? Das naja, ist ja doch. Nicht mal das ist keine Normalität. Das ist eine Besonderheit. Also man setzt sich hier hin, weil wir diskutieren trotzdem jüdische Themen. Ja. Und man kommt mit allen Gästen irgendwann dennoch auf Antisemitismus, Verfolgung, Ausgrenzung.
Das heißt, man diskutiert ja, ganz aber, oft, finde ich. Gut, aber müssten wir nicht. Ich glaube, wir könnten auch den Abend füllen über das ganz normale, schöne. Und das ist mir zum Beispiel wichtig, weil du vorhin ja auch gefragt hast, warum gehst du in diese Sendung oder was möchtest du da zeigen? Und, also ich habe da auch lange, fühlte ich mich dem nicht gewachsen, sage ich jetzt mal, und dachte auch so, ich muss da dann irgendwas, genau das, ne? Ich muss da irgendwas Spezielles repräsentieren und ein bestimmtes Bild oder so, bis ich verstanden habe, nee, darum geht es ja gar nicht. Ich gehe dahin gerade, um dieses Mysterium aufzulösen. Das Mysterium um die jüdische Mensch. Ja? Wir sind ganz normal, wir haben eigentlich nur eine andere Religion. Das ist eher mein Standpunkt, dass man sagt... Da würde ich mich jetzt aber streiten. Ich bin Atheist. Nein, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Wir haben nur eine andere Religion. Ist das für dich eine Religion? Also ja, aber wir sind doch auch super viele atheistische Juden, die sich trotzdem als Juden definieren. Ja, und aber es ist ja am Ende des Tages, klar, wie du es definierst, aber am Ende des Tages ist es ja eine Religion. Also auf der Webseite des Bundesministeriums für Migration und Integration steht bis heute, Kontingentflüchtling aus der Sowjetunion ist der, der jüdischer Nationalität ist. Das steht heute, weil 2021. Sie Juden, genau, weil sie Juden waren, jüdischer Nationalität. In Russland? Ja, in Russland. Und deswegen, ich meine, auch wenn man so Familie in Israel hat, also ich habe ganz hier so Cousinen, Cousins, Pipapo, ne, und so, die sind überhaupt nicht religiös. Aber die sind Israelis. Nein, aber das meinte ich ja nicht. Die sind Israelis, ja, aber die sehen sich ja vielleicht trotzdem nicht, als Juden. Aber das meinte ich jetzt auch nicht. Da habt ihr mich falsch verstanden. Ich sage ja nicht, dass wenn es eine Religion ist, du religiös sein musst. Ich bin auch überhaupt nicht religiös. Ich bin nur traditionell. Ich sage nur, das Mysterium auflösen im Sinne von, es ist am Ende des Tages ist es eine Religion und wie man sie jetzt auslebt, das ist jetzt dahingestellt. Aber es aufzulösen, das ist jetzt irgendwas ganz, vor dem man sich... Aber meinst du, das Mysterium basiert auf der religiösen Ebene? Ich glaube, das Mysterium in Deutschland basiert viel mehr darauf, durch leider natürlich die Geschichte, die hier passiert ist und denen sich schuldig fühlen oder dem sich nicht mehr schuldig fühlen wollen. Und alles bezieht sich aber aus dieser Warte auf etwas Negatives. Das heißt, die meisten Sachen, also wenn du Leute fragst, was sind die drei Worte, die dir einfallen zum Thema Jude, nicht Juden, kriegst du Holocaust, Antisemitismus. Und genau das finde ich ja spannend. Und ich dachte, das ist deswegen... diese Sendungen wie diese gibt, um das eben aufzubrechen. Und das ist genau das, was ich meine, um zu zeigen, das ist es ja nicht nur. Es ist eben dieses Lebensgefühl, es ist die Verbundenheit, es ist die Freude, es ist diese Energie, die wir ja gerade... Aber das ist es für dich und das ist das Faszinierende, weil es geht auch über Generationen. Was sind für euch die ersten drei Worte, die euch zum Thema Jude einfallen? Jetzt, für euch. Aber ich will kurz euer Mysterium lösen. Ah ja. Mhm. Schnellfragerunde. Aha. Mindestens ein Wort... maximal ein Satz als Antwort. Schon mal bereut, Kinder zu haben? Nein. Was aus der jüdischen Kultur wünschst du dir für dein Kind auf keinen Fall? Dass es streng religiös wird. Was verbindest du mit Israel? Sonne, mehr Männer. Findest du es richtig, dass 0,1% der Bevölkerung Deutschlands so viel Aufmerksamkeit kriegen? Ob ich falsch bekommen bin? Sie doch gar nicht. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, ja, ich hab dir jetzt einen. Oh, okay. Nicht? Ich finde, Juden sind repräsentiert. Es wird sehr viel über Juden gesprochen. Es wird sehr viel über Hitler gesprochen. Ja. Okay. Wenn du dir eine komplett neue Identität schaffen könntest, wäre sie jüdisch. Absolut. Warum? Weil ich liebe es, jüdisch zu sein. Aber du kannst dir alles aussuchen. Ja, aber es ist wunderbar. Könnte Samba-Tänzerin in Sao Paulo sein. Aber ich kann doch eine jüdische Samba-Tänzerin. Eben. Okay. Warum ist dir das so wichtig? Ich liebe es. Was liebst du? Ich liebe es tatsächlich, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, es ist die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, die Wärme, die, wenn man so über jüdische Mütter spricht und so, das ist, kommt ja auch nicht von irgendwo her, das hört ja auch nie auf. Ja? Also ich meine, meine Mutter lebt jetzt leider nicht mehr, aber grundsätzlich sehe ich das in allen meinen Freunden. Ich meine, es ist egal, wie alt du bist, es ist immer noch so, als wäre man ein kleines Kind. Und es ist, und das ist schön. Also das ist etwas Warmes, es ist etwas sehr, sehr, sehr Liebevolles, etwas bedingungslose Liebe. Und ist das was du auch genauso verbindest mit... Nee. Nein? Nee. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Genau. Wir sind jetzt unterschiedlicher Meinung. Ei, ei, ei.
Und auch das ist ja total jüdisch. Es gibt ja die jüdische Streitkultur. Da ist auch nicht so gut in Deutschland mit Streitkultur. Das, nee, das ist nicht so. Wo es darum geht, sozusagen auch die, den anderen als anderen auszuhalten, für mich geht es wirklich mehr um jüdische Philosophie. Da gibt es ganz viele extrem wichtige philosophische und auch ethische Errungenschaften innerhalb des Judentums, die man heute zum Beispiel unglaublich gut gebrauchen könnte. Ja, so. Ja, und das ist für mich ganz stark. Aber wird das, also das weiß ich nicht, weil ich einfach noch kein, ich habe keine Kinder noch. Mhm. Hast du noch keine Kinder? Ich habe noch keine Kinder. Wie alt bist du denn? Ich bin 31. Jetzt machen wir mal die jüdische Mutter. Mach jetzt. Ja, also ich bin 31. Ich kann das organisieren. Chick-Chack kann ich das organisieren. Du sagst Haarfarbe, Augenfarbe und dann kriegst du also kriegst Razzifazzi. J-Swipe. Also Morgan. J-Swipe. Du bist Morgan Vater. Nein, Morgan. Jesus, Entschuldigung, das hat aber nichts mit dem Judentum zu tun. Wie kriegen wir das hin? Das hat was mit dem Judentum zu tun. Ja. Weil nur die Juden kriegen das hin, in 24 Stunden ein Kind zu machen. Das können nur Juden. Nein, aber ich krieg's hin, in 24 Stunden nicht zu verkumpeln. Okay. Aber J-Swipe geht ja leider nicht, weil da merkt man ja immer, man hat so 10-mal geswiped und dann ist kein Jude mehr da in Deutschland. Wir sehen, jemand hat sich schon mit J-Swipe auseinandergesetzt. Natürlich habe ich mich mit J-Swipe auseinandergesetzt. Nee. Besser, da passiert auch nichts, es geht nichts. Offensichtlich ist da was passiert vor 80 Jahren, dass danach, nach 20 Mal swipen kein Jude mehr kommt. Was war das letzte Mal, dass ihr als Berufsjüdin von irgendwem bezeichnet wurde? Ich habe mich so definiert, weil in dem Moment, wie man quasi auch über jüdisches Leben spricht, gerne mal vom Außen auch sozusagen diesen Stempel aufgedrückt bekommt, dass man ja Berufsjüdin sei. Und ich habe mir das sozusagen, ich habe mir diesen Terminus quasi selber angeeignet. Als Abwehr. Ja, um zu sagen, was bleibt mir, was soll ich überall Nein sagen, wenn ich jetzt überall steht Nein bei euch, sage? Wie oft steht bei euch jüdisch drauf? Also wenn in einem Artikel oder in einer Kritik steht dann die jüdische Schauspielerin? Nee. Steht bei dir die jüdische Autorin? Ich glaube, da steht schon oft jüdische Schriftstellerin. Mhm. Ich sage, nehm das, aber lass das ganz oft rausnehmen zum Beispiel. Warum? Also, was gibt's Vor- und Nachteile? Nee, ich sag einfach, das muss da jetzt nicht stehen. Ich weiß jetzt nicht, warum das sein muss. Ich bin einfach Schriftstellerin. Ja. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt ein Problem damit habe, wenn man mich so definiert. Aber ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit darüber sozusagen definiert, darüber definiert werden. Ich glaube, wenn ich sozusagen, für mich ist es eher diese Fremddefinition, wenn sozusagen von außen einer mich zur jüdischen Schriftstellerin macht, dann bin ich so... Warte mal hier kurz an der Oma. Aber das finde ich, das ist eine spannende Frage, die wird mir auch immer wieder gestellt. Auch ich habe die Leute gebeten, mir Fragen zu schicken. Wann ist es denn okay, einen Juden als Juden zu deklarieren? Wann ist es okay, dass jemand dich Susan Sideropoulos, Jude nennt? Susan Sideropoulos, Jüdisch, Susan Sideropoulos, Jüdin. Also ich habe damit grundsätzlich jetzt kein Problem. Ja? Also es ist aber so, wie du sagst, es manchmal macht es halt irgendwie einen Sinn. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie sage... keine Ahnung, ich habe jetzt auch eine jüdisch-muslimische Culture Clash-Komödie geschrieben oder beziehungsweise schreiben wir dran, ja. Und wenn jetzt die zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, verfilmt werden würde und dann würde stehen, jüdische Susan, dann macht Autorin. Das irgendwie Sinn, ja. Dann sage ich habe einen Bezug. Aber das ist genau die Frage. Ja, doch, weil ich einen Bezug zu dem Inhalt habe. Sie also, kann das, ja auch, ist ja, ist ja, das steht ja schon für Authentizität, genau. Dass sie sozusagen etwas schreibt, wovon sie weiß, worüber sie spricht. Das heißt, du darfst nur etwas sprechen, wenn du es bist. Das ist die große Frage der Identitätspolitik, die wir an diesem Tisch heute nicht mehr klären. Nicht klären, nein, nicht klären. Aber wenn es so völlig aus dem Zusammenhang, so wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt um ein Buch geht über Sex, dann muss das ja nicht da stehen. Weil was hat das für einen Mehrwert? Also, aber meint ihr, wenn es einmal gesetzt ist? Weil das ist ja auch so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist so, wenn du es einmal ansprichst, ist es nicht mehr wegzukriegen, gefühlt in meinem Kopf, weil es wird immer abgespeichert. Am Ende, stimmt, ja, die Susan, die Männer, das sind Jüdinnen.
Das weiß ich gar nicht so. Ich bin ja auch nicht die ganze Zeit, nur weil ich Mutter bin, bin ich ja jetzt auch nicht die ganze Zeit die Gebärende. Aber mit Gebärende. Mutter haben Leute nicht so negatives Affekt. Nein. Meinst du, Mutter haben Leute Doch, es ist immer aufgeladen. Mutterschaft ist genau... Aber mit Mutter verbindet man es nicht direkt Antisemitismus und Holocaust. Nein, aber man verbindet dann Fragen, trotzdem feministische Fragen mit Mutterschaft. Also ich bin immer Susan Sideropoulos aus GZSZ. Das ist schon 10 Jahre her, aber das wird uns doch niemals weggehen. Okay, wir haben Latkes gegessen. Wir spielen jetzt ein Dreidelspiel. Ja. Immer zwei, einer gegen den nächsten. Okay. Einmal so, dann weiter. Ja. Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Trinken Fragen. Oder Frage beantworten. Ihr habt vor euch drei Fragen. Okay. Können wir mal das so ein bisschen so, ich schieb das mal kurz. Dann müssen eure gerade die weg. So. Okay. Torandut. Alles aufgestellt, Teller zusammengestellt. Also normalerweise spielen ja Kinder an Chanukka Dreidel, aber ich finde, unser Niveau ist gerade auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Auf dem Niveau von Kindern an Chanukka. Ja. Wir fangen an. Welche Farbe möchtest du haben? Pink oder gelb? Pink. Oh, ich muss trinken. Das ist doch Apfelsaft. Das ist Houdini. Haben wir vorhin gemischt. Ach, meine Güte. Ist ein bisschen Wodka? Okay. Apfelsaft? Okay. Zitrone? Zimt. Okay, das war's schon. Das war's? Jetzt spielt ihr gegeneinander. Muss ich jetzt auch sagen? Ja, du musst jetzt auch deine Farbe. Ah, pink. Frage. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Du stellst dir selber eine Frage. Ich stelle mir selber eine Frage. Du stellst dir selber eine Frage. Nenne drei Sachen, die an deinem letzten Buch schlecht sind. nenne drei Sachen, die an meinem letzten... Hast du noch drei Sachen, die an ihrem letzten Buch... Hat er ja nicht gelesen. Drei Sachen, die schlecht sind. Dani hat mein Buch nicht gelesen. Susan hat mein Buch nicht gelesen. David, der Produzent, hat mein Buch nicht gelesen. Du musst es uns schicken. Nee, ich sag euch das ganz ehrlich, ich finde überhaupt nicht, dass da drei Sachen schlecht sind. Das ist keine einzige Sache schlecht, sonst hätte ich das niemals publiziert. Ich bin so kritisch mit mir selber. Wirklich. Das finde ich gut. Ich würde das niemals, niemals publizieren. Voll gut. Ja. What color? Gelb. Okay. Oh, das könnte ja so ewig weitergehen. Warst du mal high auf einer jüdischen Feier? Ich war high auf vielen jüdischen Feiern. Und ich glaube, das Lustigste war aber die Hochzeit meiner Schwester. Da haben wir so viele Joints vorgerollt, damit möglichst viele Menschen high werden. Das war wunderschön. Farbe? Pink. Ah, muss ich trinken? Muss ich das trinken? Oha. Du musst den Houdini trinken. Okay. Die sind wirklich human. Das ist keine russische Mischung. Oha. Okay. Ich sag jetzt mal gelb. Okay. Frage. Ich mir selber. Mhm. Ach so, das habe ich ja dann eben falsch gemacht. Wie oft googelst du dich selbst? Habe ich noch nie gemacht. Lüge! Das ist doch eine Lüge! Du hast so viel über Religion gesprochen, du hast über eines der 10 Gebote gesprochen. Ich habe eben gerade. Nein, Quatsch. Aber ich, doch, ich google schon. Du googelst gerade jetzt in diesem Augenblick mit ihren Füßen. Ihr seht das gerade nicht. Mit der Google-Brille. Google. Nein, ich, tatsächlich ja, doch. Ich finde, das ist immer ganz gut, wenn man dann irgendwas gerade gemacht hat oder und man hat es noch nicht gesehen zum Beispiel. Ja, und dann findet man das doch auch immer ganz schnell. Und dann will ich kurz sehen, was ist denn daraus geworden aus irgendeinem Interview oder was auch immer. Doch, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, okay. Das ist okay, total. Okay, wir trinken ein letztes Mal. Ein letztes, das ist unsere Leben. Die Tradition dieser Sendung am Ende einmal. Ja, aber das, ich fahre jetzt auf gar keinen Fall mehr mit dem Auto. Das ist gut. Auf was trinken wir? Was wünschen wir uns? Was man sich immer wünscht als Jude. Auf das Leben, das Leben auf leben, das Leben. Das Leben genießen. Absolut. Auf das Lachen, Leben. Essen, auf Sex haben. Lachen. Auf die Liebe. Lachen auf euch. Lachen, Leben, Sex haben. Lachen. Liebe, Leben, Sex. Ich wünsche euch genau dasselbe. Ich glaube, wir werden noch eine Weile diskutieren und ich wünsche mir sehr, dass ihr Teil der Diskussion werdet unter dem Hashtag FreitagnachtJuice. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir trinken noch einen Shot.